Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, natürlich in 21 zu 9. Und bevor ich jetzt sage, was wir als nächstes machen können, da hinten ist wieder was Blaues am Fliegen, neben ihr Kopf. Und da ist etwas, was ich gerne einsammeln möchte. Auch wenn dieses Fliegen jetzt gerade total unnötig war, aber ich hab's gemacht. So, wir haben hier drei Berge zur Auswahl, wo wir nach oben klettern müssen. Gut, aus dieser Perspektive sieht man es nicht. Man sieht halt nur diesen. Oh, nein, 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 nicht runterfallen. So. Um weitere Fragmentteile zu finden, wie ihr links in der Missionsbeschreibung lesen könnt. Und weil es halt drei Stück ist. Nicht automatisch klettern. Oh, komm schon, Kletter. So, warte. Erstmal X, nicht C, X. So. Muss ich doch hier an der Wand hochklettern. Müssen wir halt gucken, wo es halt Sinn macht, hochzuklettern. Weil, wie gesagt, hier sind drei Berge. Ist gerade halt schwer einzuschätzen. So. Wo wir dann genau müssen. Aber auf der Karte wird nämlich hier nichts eingeblendet. Weil das würde sich anbieten. Wir müssen ja hier um diesen Dorf herum gucken. Es könnte auch das hier sein, aber ich meine, als wir hier waren, war das noch nicht, also kein Teil des Dorfes gewesen. Und dann hatten wir hier irgendwo noch einen Berg, den hier, aber den können wir scheinbar nicht besuchen. Okay, dann wird es der auch nicht sein. Jetzt ist die Frage, der oder der? Dann schauen wir uns das mal an. Und brauchen erstmal eine bessere Sicht. Ja, vielleicht sehen wir ja irgendwo schon was. Also so wie diese. Unser Missionsziel gibt es ja manchmal diesen Strahl, der in den Himmel ragt. Entweder der oder der. Da oben ist aber gar nichts an Vegetation, also keine Bäume und so. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir den hier nehmen müssen. Nur wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Schauen wir mal, wo der uns führen wird. Ja. Glühwürmchen. Ja. Ich übersehe die Glühwürmchen immer. Ist hier schon ein bisschen anstrengend, weil es überall. Ja, komm schon. Überall Hügel und so weiter. Bambussprossen. Nice. Aber hatten wir doch schon mal gehabt, oder? Ah, so. Ich will nämlich nicht runterspringen. Ah, dahin geht es. Ich sehe schon diesen Sockel. Ja. Okay, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Weil kann gut sein, dass wir diesen hier nehmen müssen. Lass mich mal auf der Karte gucken. Genau, das wäre der hier. Nochmal einen Überblick von der Umgebung schaffen lassen. Okay, da sind diese Luftschleimdinger. Genau, das hatten wir auch einmal gemacht. Ah, uns bleibt nichts anderes übrig. Haben wir einen Teleporter in der Nähe? Yep, sehr gut. Brauchen wir nicht den ganzen Weg dann zurückzulegen. Ja, jetzt müssen wir da hochkommen. Gut, da gibt es eine Leiter. Gucken, wie weit wir aber damit kommen. Ich hoffe, das ist auch dieser Berg. Weil der ist schon ein ganzes Stück. Ich glaube, wir können halt nicht so einfach hochklettern, wenn es hier keine. Sowas wie Felsvorsprünge gibt oder Leitern. Ich glaube, das schaffen wir sogar gar nicht. Da ein Lichtstrahl. Wo führt der hin? Der müsste hier bei Dwardens Ruine sein. Weil hier können wir noch nicht rein. Ja.
Kleiner Vorsprung, wieder ein bisschen Ausdauer. Dam, 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 dam. Eigentlich haben wir genug wieder Statuen anzubeten, weil wir haben ja auch einiges gefunden in den letzten 3-4 Videos. Soll ich es versuchen? Ach, YOLO. Wird jetzt mal ein Stück dauern, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, 156% Ausdauer. Also eigentlich, ich könnte auch dieses Essen nehmen, was mir die Ausdauer schneller regeneriert oder weniger reduziert. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die Beschreibung war. Aber so wie es aussieht, geht das doch noch. Weil hier kommt jetzt wieder so ein Vorsprung. Können wir ausholen und ich sehe gerade, wir sind auf dem falschen Berg. Was aber nicht schlimm ist, wenn wir hier hochklettern, können wir drüber gleiten, auf die andere Seite. Dann haben wir ja schon mal ein Stück der Höhe hinter uns. Also, ich glaube, jetzt können wir auch einfach springen. So. Wu Wang Hang. Also hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Gut zu wissen. Aber es sieht auch schon so aus, als müssten wir sowieso in die Richtung, dann hinter dem Baum hochklettern. Und dann bin ich mal gespannt, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ja, so. Ich glaube, da können wir ein bisschen hängen. Genau, jetzt ist es wieder düster geworden, weil wir in der Nähe dieses eine Tempel waren, wo wir vor 2 Videos waren, glaube ich, wo wir es halt geöffnet hatten. Das heißt, es kann sein, dass es nicht dieser Berg ist oder wir müssen wirklich bis zu dieser Ecke laufen. Na. Was ist das für eine Pflanze? Ne, die Pflanze haben wir auch schon mal gehabt. Qingxing. Direkt mal einsammeln. Wer weiß, wie selten die sind. Das wird lustig. Hier sieht aus wie ein kleiner Vorsprung. Dann versuchen wir es mal. Hey, ja, ja, ja. Das dauert mal ein bisschen noch. Kann ja auch sein, dass es eine Mission ist, die wir halt mit wenig Ausdauer gar nicht erst schaffen können. Was auch wieder interessant wäre. Aber man sieht auf der Karte jetzt so ein Sternchen-Symbol. Also das heißt, es geht auf jeden Fall nach oben. So, ausruhen. Es geht auf jeden Fall nach oben und da ist auch etwas. Also scheint es auch der richtige Weg zu sein. Und ihr rechter Bein ist, glaube ich, ein bisschen gebrochen, aber naja. Erinnert mich gerade ein bisschen an Assassin's Creed, da gab es doch auch irgendwas, wo wir ewig weit hochklettern mussten. Boah, die Landschaft sieht aber auch schon heftig aus. Vor allem diesen Berg, da waren wir auch eine lange Zeit gewesen. Da geht's nach Liu. Mondstadt ist da hinten. Da, wo Mondstadt ist, sozusagen wo der Turm ist, dahinter der Hügel, der höhere. Da haben wir auch Devon mal gerufen. Also die Karte ist unermesslich groß, ey. Das ist schon heftig. Und soll ja mit Updates hier immer wieder größer werden. Neue Sachen kommen und so. Da bin ich mal gespannt. Da hinten die Insel. Ah. Hey, wir sind richtig. Gibt es wieder Himmelsrichtung. Orientieren wir uns nach Norden, so rum. Die Knochen gebrochen, vom Geist verlassen, Form und Seele zerstört. Und dennoch überlebte sein Körper. Hier steht diese Statue, um jede Himmelsrichtung zu beobachten. Die windgepeitschte Ruine, den schneebedeckten Gipfel, die Wohnstätte der Adepten und die Stadt Liu. Oh. Uhu. Wir gucken gerade so. Nach Norden orientiert. Das ist immer gut. Wahrscheinlich wird dieses Dorf gemeint. Der Berg ist hier. Liu kommt als letztes im Süden. Was war es noch?
Jede Himmelsrichtung, ja. Die windgepeitschte Ruine. Ah, so da, wo De Vorlin ist. Schneebedeckte Gipfel ist der hohe Berg. Wohnstätte der Adepten. Wird wahrscheinlich hier unten sein, in die Stadt Liu. Ruine, Gipfel. Ach, hier sind zwei Statuen. Rechtsorientiert. Die Ruine. Den Gipfel. Das. Adepten. Wahrscheinlich hier, oder? Diese Richtung? Nee, noch nicht ganz. Und die Stadt Liu. Och nö, jetzt ist alles finster. Haben wir die falsche Steinstatue aktiviert? Nochmal checken. Windgepeitschte Ruine. Das müsste einer von denen sein. Gipfel, Wohnstätte der Adepten. Das ist das, was mich verwirrt. Oder ist das vielleicht hier? Hauptsache hier gibt es wieder sowas. Oder, vielleicht ist das hier gemeint. Aber wir müssen trotzdem nach Süden den Knopf drücken, um nach Liu zu gucken. Salterra, hätten wir das hier öffnen müssen? Windblickberge. Flüsterwald, Tempel der Tausend. Winde. Der Name sagt mir halt nichts. Ist halt jetzt die Frage, ob wir irgendwas nicht aufgedeckt haben. Schlecht. Wohnstätte der Adepte. Windgepeitschte Ruine, ist klar, welches es sein wird. Genau, da sehen wir doch da hinten diese Ruine. Das hier. Dann der Gipfel. Warte, nochmal checken. Gipfel, genau. Der hier. Das müssen wir als letztes machen. Ah, da war eine Pflanze. Machen wir das hier und das hier. Nein. Die Ruine. Den Gipfel. Vielleicht müssen wir in diese Richtung gucken. Und die Stadt. Nein, das nicht, das nicht. Dann bleibt halt noch den hier übrig. Da oben ist die fliegende Stadt. Ha, das könnte das sein vielleicht. Nochmal Ruine. Nein, gehen lieber nicht. Gipfel. Die komische Stadt. Und dann Liu. Nee. Yep. Also das hier. Ja, sieht stark danach aus, dass das hier gemeint ist. Das hier. Wahrscheinlich müssen wir hier diesen Dings Heilige Sieben aktivieren, damit wir diese Region hier sehen. Okay. Damit ihr es wisst, falls ihr es nachspielen wollt. So, gesammeltes Fragment. Achso, das ist der gleiche Text. Okay. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Geh zur Ruine und suche nach Fragmenten. Genau, wo haben wir denn die nächste Ruine? Hinter uns müsste das eigentlich sein. Ob man was auf der Karte sieht, das kann eigentlich nur hier sein.
Vielleicht dieser Quadrat hier. Dann markieren wir uns dieses Ziel. Ui, und dann gleiten wir mal rüber, wa? Schon ein Stück, definitiv ein Stück. Ne, Moment, da. Ah, wobei von oben kann man was sehen vielleicht. Weil hier abzustürzen ist schon ein bisschen böse. Da unten ist ein Vieh im Blaues. Da eine Schatztruhe. Eine Mission. Dunkelheit. Ob es dafür ein Achievement gibt, der längste Fall im Spiel. Es sieht schon krass aus. Das wäre mein Wetter. Das wäre mein Lieblingswetter, definitiv. Wieder so ein rote Dings. Amber. Ja, ein bisschen höher. Ups, habe ich da daneben gezielt. Na komm schon. Ach da. Und der letzte. Das muss ja irgendwo in der Mitte sein. Da muss ich wahrscheinlich kämpfen. Ja. Ja, es fehlt tatsächlich noch irgendwo was. Ach, da. Nee. Ach, da ist übrigens einer von diesen Siegeln wieder. Krieg ich das denn jetzt auf? Muss ich kämpfen, dann werde ich es wohl tun müssen. Dann nehmen wir aber Lisa dafür. You're in for a little shock, Und zack. Blitz. Ihr seid zwar immun, aber ihr kassiert, wenn ihr gleich nass seid. Zack. Ach, da unten ist die Fackel. Ich hoffe, die Dinger gehen gleich nicht langsam aus. Und zack. Den letzten hier noch. Kriegen wir auch easy down. So, und Amber. Oh, der darf nicht zu nah kommen. Und der ist so nah gekommen. Eieiei. Zack. Emma macht schon unglaublich viel Schaden. Na, komm schon. Okay, dann haben wir das hier schon gelöst. Allerdings bin ich an meinem Teleporter vorbeigehuscht. Komm schon, den Teleporter muss auf jeden Fall sein. Man weiß ja nie und dann muss man wieder die ganze Strecke zurücklegen. Und Ausdauer. Surprise. Boah, die Ulti hat aber auch schon einen ordentlichen Schaden bei ihr. Zack. Mein Teleporter. Die Mission ist da oben, schätze ich mal. Aber egal, wir wollten ja zuerst mal die da hinten. Da wurde das Golem da pennt. Gucken, was da passiert, was unsere Aufgabe sein wird. Wahrscheinlich müssen wir den besiegen oder so. Und hier sind so Tore. Vielleicht müssen wir einen Fall durchschießen. Holla, ein Ruin. Da müssen wir wohl durch, wenn wir uns hier umsehen wollen. Dass die Untertitel mal so schnell weggehen. Neues Monster. Hey, das ist tatsächlich ein neues Monster. Zack. Hier die Puppe.
Oh, so sorry. Lisa, hier. Surrender and I'll be gentle. Komm zu mir. Ah, das habe ich nicht so gemeint. Na komm schon. Ja, der Statuseffekt und der Schaden ist nicht so schön. Dann lieber doch Ember. Voll daneben. Zack. Alter. Ey, weg mit dir. Ach, ist noch nicht ganz ready. In 2 Sekunden verschätzt. Ist nicht ohne, aber ich muss nur treffen. Das ist eher das Problem gerade. Ulti ready. Und zack. Dann haben wir das auch geklärt. So. Schauen wir mal. Die Magie von King Xing konnte Shi nicht länger halten. Shi jedoch verrottete nicht. Stattdessen vermischte sich sein Blut mit der Erde und wurde zu Gestein, das die Erde langsam vergiftete. Mit Statuen wurde es im Zaun gehalten. Es waren ihre 3. Nach nur 3 Zeilen tut Paimons Kopf schon weh. Warum sind die Geschichten von Liu alle so geschrieben? Jedoch besagt es hier, so vermischte sich sein Blut mit der Erde und wurde zu Gestein. Ist etwa ein auffälliger Stein damit gemeint? Dann lass uns mal suchen gehen. Haltet ein Auge auf Steine in der Umgebung. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Meins? Wahrscheinlich das. Oder das? Oder das hier vielleicht? Ach so. Okay, wahrscheinlich ist überall, wo sowas ist, so eine Statue und wir müssen alle Knöpfe drücken. Diesmal nichts mit Reihenfolge. Hoffentlich nicht mit Reihenfolge. Aber da hätten wir noch ein paar Kombinationen durchzutesten. Alle hopp. Ja, okay, egal. Oh Gott, Ember hier, zack. Noch ein bisschen Feuer. Zack. Alter. Diese Explosion. Embers Ulti ist schon ready, sehr schön. Na komm, put. Bisschen Flächenschaden. Oh, okay, hat es schon erledigt. Den haben wir jetzt. Den haben wir. Das heißt, jetzt dorthin müssen wir. Ich glaube, ich sehe den sogar schon. Ob sich hier was öffnet? Da bin ich mal gespannt. So. Ah. Ember hier. Ja, lass mich kämpfen. Let's spark things up a little. Habe ich die Attacke abgebrochen? Zack. Oh nein, die wollte ich nicht attackieren. Hier, sofort attackieren, weil er so weit weg ist, der könnte resettet werden. Zack. Nein, der hat sein Schild aufgebaut. Ich sehe den nicht. Deswegen sehe ich den nicht. Boah, wie viel Schaden das macht, aber auch. Ach komm, einfach YOLO. Zack, 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 zack. Und der letzte Finalschlag war nicht erfolgreich gewesen. Mist. Hey, lass mich hier weg. So.
Schatztruhe öffnen. Hey, dann wird's wohl wieder ein Fragment sein. Hey. Ah, dann eben gehuscht. Also haben wir bereits drei Fragmente und anscheinend passen diese auch zusammen. Aber zusammengelegt versteht Paimon immer noch nicht, was es heißen soll. Dann fragen wir jetzt doch besser die Leute hier vor Ort. Könnte man machen. Ziffere das Fragment. Aber Moment. Ich möchte gerne hier nochmal gucken. Kann man das kaputt machen? Nö. Ach, hier bist du. Ich habe schon so viele von diesen Dinger, von den Oculus. Hier. Oh. Ich habe Spring gedrückt. Na gut, wo müssten wir denn dafür hin? Dahin. Idealerweise teleportieren wir uns. Den Teleporter haben wir dort ja auf jeden Fall schon mal aktiviert. Jetzt habe ich vergessen, die Mission da anzunehmen. Mache ich schnell, sonst vergesse ich das. Das war hier, glaube ich. Ach, egal. Mache ich beim nächsten Mal, wenn ich da vorbeikomme. So, gucken, was sie zu berichten hat. Wahrscheinlich reicht das eh nicht aus. Hallo Reisende, willkommen in Qingshengdorf. Ich habe hier einige Fragmente. Mal sehen. Diese Fragmente, sie lassen sich zusammenfügen. Sieh hier, das Symbol für Qi. Qi wurde in einem großen Kampf besiegt. Danach wurde seine Überreste in allen Himmelsrichtungen verbannt. Wer oder was ist Qi überhaupt? Der Legende nach ist Qi ein Dämon in Form eines Drachen. Der heutige Qingshengberg war einst sein Nest. Rex Lapis ist es zu verdanken, dass Qi besiegt wurde, sein Körper zu Felsen, sein Blut zu klaren Bächen und seine Schuppen zu Reisterrassen, oh Gott, wurden. Siehst du diese großen Bäume direkt neben dem Qingshengdorf? Dies sind die sogenannten Qi-Blutbäume. Laut Legende wachsen und gedeihen sie auf dem Blut von Qi. Dies sind jedoch alles nur Legenden. Wer vermag heute schon noch echte Spuren von Qi ausfindig zu machen? Und was passierte dann? Um die Überreste von Qi zu versiegeln und davon abzuhalten, die Welt erneut zu bedrohen, wurde sie mit Wasser bedeckt. Mit verschiedenen Schätzen wurde Qi auf dem Grund festgehalten. Der Rest davon ist unleserlich. Existiert die Überreste von Qi noch irgendwo, oder? Habe ich da etwa das Wort Schatz vernommen? Nehmen wir das erste. Die Sache, nun, ich fürchte, außer Rex Lapis weiß das keiner so genau. Wie? Junges Kind, meinst du etwa, diese drei Fragmenten sind echt? Dabei muss ich sagen, mein Kind, ein wenig in der Welt herumzulaufen hat noch keinen geschadet. Wenn ihr jedoch wirklich diese drei Fragmenten finden wollt, rate ich euch, nach etwas zu suchen, das mit Wasser zu tun hat. Es muss außerdem Wasser sein, dessen Austritt blockiert werden kann. Ein Wasserfall? Lass mich mal überlegen. Ich erinnere mich. Nordwestlich von Qingshengdorf, dort befindet sich ein nicht gerade kleiner Wasserfall. Ich bin aber nicht sicher, ob er irgendwas mit einem Geheimnis zu tun hat. So, das ist alles, was ich weiß, und ihr könnt jetzt den Rest herausfinden gehen. Ha! Ich glaube, den Wasserfall haben wir schon mal gesehen. Und zweitens, ich glaube, hinterm Wasserfall könnte ein Eingang sich befinden. Wäre jetzt meine Theorie. Nur, ob das stimmt, werdet ihr im nächsten Video sehen. Also, lasst ein Abo da, drückt auf das Glockensymbol. Stellen wir uns lieber so hin. Like, Dislike, lasst einen Kommentar da, ich versuche sie zu beantworten. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich unter jedem Video verlinke. Und würde mal sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.